Liebe Freunde, was geht ab? Hier ist der Mike und herzlich willkommen zu diesem Video. Und in diesem Video werden wir uns mal den Alpha Theta Omnis Duo DJ Controller mal ein wenig näher angucken. Denn eins dieser Geräte wurde mir von Alpha Theta zugeschickt, dass ich mal ein bisschen probieren kann, dass ich mal ein bisschen testen kann, dass ich euch mal zeigen kann, was gibt's denn hier überhaupt alles? Und da wollen wir uns vor allem nicht nur einzelne Funktionen angucken, sondern vor allem mal ganz tief in das Display eintauchen. Und dir möchte ich zeigen, was genau steckt denn drin in diesem Controller? Welche Funktionen gibt es? Wie funktioniert was? Darum soll es in diesem Video gehen. Los geht es nach dem Intro. Yes, liebe Freunde, mein Name ist übrigens Mike und ich bin der Gründer von DJ Mike Hoffmann und bei uns erhältst du Schulungen und Kurse rund um das Thema DJ. Und in diesem Video gucken wir uns den brandneuen Alpha Theta Omnis Duo DJ Controller an. Übrigens der erste Controller, der nicht mehr unter dem Branding Pioneer DJ rausgebracht wird, sondern unter dem neuen Namen Alpha Theta. Das ist ein Gerät, was einiges zu bieten hat. Es ist unter anderem ein komplettes Standalone-Gerät. Das heißt, du kannst es nutzen, ohne einen separaten Laptop, ohne eine separate Software zu verwenden. Es steckt alles in dem Gerät mit drin. Unter anderem auch ein eingebauter Akku, sodass du das Gerät komplett ohne Strom betreiben kannst. Zusätzlich mit drin ist noch eine Bluetooth-Einheit und eine WLAN-Einheit. Und gerade die Bluetooth-Einheit werden wir uns in diesem Video ein wenig detaillierter angucken, denn wir können nicht nur Signale reinschicken, die wir steuern können, sondern wir können auch Signale rausschicken, zum Beispiel an einen Bluetooth-Lautsprecher, wie unter anderem mein wunderschöner in Steinoptik gebrachter Bluetooth-Lautsprecher. Und es gibt noch einige Funktionen mehr mit dabei. Und ich würde sagen, lass uns dadurch direkt mit reinstarten. Wir wechseln mal die Kameraansicht und gehen von oben drüber mal direkt in den Controller rein. So, liebe Freunde, da ist das gute Stück und einschalten kann man ihn ganz einfach hier oben rechts über den Taster. Den muss man kurz gedrückt halten und dann sieht man schon, wie hier überall die Lampen mit angehen und das Gerät hochfährt und auch das Display sich mit einschaltet. Er braucht einen kurzen Moment, um einfach hochzufahren und dann geht er direkt schon in die Menüübersicht mit rein. Also siehst hier, wie er einmal lädt. Und dann kommen wir tatsächlich hier schon in die Oberfläche mit rein. Das ist auch tatsächlich das Hauptmenü, wo wir schon direkt sehen, wir haben verschiedene Auswahlmöglichkeiten, die auch ganz einfach per Touch angewählt werden können. Das heißt, wir haben die Source, wir haben die Quellenauswahl, wir haben Browse, wo wir dann durch die Library durchgehen können, eine Taglist, Search, Playlist, wir haben eine Waveform und wir haben Settings, wo wir verschiedene Einstellungen vornehmen können. Da würde ich auch gerne mal zuallererst mit reingucken, weil in den Settings können wir meistens schon mal die besten Einstellungen vornehmen. Das sind unter anderem Einstellungen, du siehst das hier, für das Mikrofon, dass wir einen Equalizer machen können und zwar im High- und im Low-Pass-Bereich, sodass wir digital einschalten können, möchten wir die Höhen erhöhen, möchten wir die Bässe vielleicht erhöhen oder vielleicht sogar absenken, je nachdem, welche Geräuschkulisse wir brauchen. Dann haben wir auf dem Deck ein Quantize-Speed-Value, was wir einfach mit einstellen können und ein Vinyl-Speed-Adjust, was wir ganz einfach auch, wenn wir drauf touchen, du siehst es, nach oben stellen können. Hier ist 1, hier ist 5. Wir können aber auch mit reingehen auf 2 oder 3 und dann ist das dementsprechend auch mit eingestellt. Gleichzeitig können wir gucken, wie der Mixer gehandhabt werden soll, ob es ein Equalizer geht oder ob er auf Isolationsmodus gestellt werden soll. Genauso auch die Headphones, Monosplit oder Stereo. Und hier ist etwas Cooles mit dabei, was ich bisher, glaube ich, nur bei der Rev-Serie von Pioneer DJ gesehen habe. Und zwar, dass wir die Channel Fader Curve einstellen können. Also unten drunter sehen wir ja die Crossfader Curve. Die ist ja standardmäßig hier auf der Mitteleinstellung eingestellt. Ich arbeite gerne auf Through, so dass der Crossfader, der hier mit dabei ist, ich verwende den ja als Mobil-DJ gar nicht, sondern ich arbeite mit den Channel-Fadern. Und wie der sich verhalten soll, das können wir hier unten einstellen. Und nicht nur das, bei dem Omnis Duo können wir jetzt auch die Channel-Fader-Curve einstellen, und zwar, wie sich die Fader verhalten sollen, und da hast du drei Auswahlmöglichkeiten. Standardmäßig steht es auf Linear, so wie es bei jedem anderen DJ-Controller auch ist. Oben rechts haben wir noch die Möglichkeit, die Waveform uns anzuzeigen, entweder einfarbig, RGB-farbig oder dreibandfarbig, um im Endeffekt auch die Tracks
optisch besser analysieren zu können. Also wann findet eine Bridge statt, wann ist es ruhiger, wann gibt es zum Beispiel nur ein Instrumental. Das kannst du ja über die 3-Band oder auch über die RGB-Anzeige besser erkennen. Waveform, Current Position, Left oder Center können wir noch mit reinnehmen und zusätzlich haben wir noch die Möglichkeit, in Advanced Settings mit reinzugeben. Und jetzt in den 4 Hauptkategorien Deck, Mixer, General und Info noch weitere Einstellungen vorzunehmen. Das erste, was ich hier immer mache, ist, ich gehe in General rein und stelle mir die Language, die nämlich standardmäßig immer auf Englisch eingestellt ist, erstmal auf Deutsch ein, so dass sich die ganzen Menüsprachen auch auf die deutsche Sprache ändern und ich besser verstehe, was das Ganze bedeutet. So, und dann haben wir die ganzen Möglichkeiten, hier im Deck das Load Lock einzustellen. Auch nochmal die Vinyl Speed Adjust, Auto Cue Level, Play Mode. Genauso auch, wenn wir in den Mixer reingehen, haben wir ganz, ganz verschiedene Einstellungsmöglichkeiten, die wir individuell vornehmen können. Genauso auch hier unter General, auch die Time Zone können wir mit einstellen, eine Wi-Fi Frequency, ob wir auf 2,4 GHz oder auf 5 GHz zum Beispiel das einstellen möchten. Das können wir mit reinmachen. Es gibt sogar einen Screensaver, den man mit anschalten kann. Also all das steht dir hier zur Verfügung. Dann lass uns mal zurück ins Hauptmenü gehen. Das ist die Hauptoberfläche. Und wenn du jetzt auf Browse gehst, oder besser gesagt, du gehst hier oben nochmal auf die 3 Striche, kommst du wieder in die Hauptübersicht. Ich nehme jetzt mal eine Audioquelle über den USB-Stick und stecke den hier auf der USB-Seite mit rein. Das heißt, hier haben wir einen USB-Anschluss. Da stecke ich den einmal mit rein. Und dann kann ich schon auf Source klicken. Und kann jetzt wählen, von welcher Quelle die Musik reingeladen werden soll. Du siehst, er hat direkt schon meinen USB-Stick erkannt. Ich kann einfach mit draufklicken. Dann sagt er mir am Anfang noch, eine Rekordboss Device Library Plus ist not found. Aber er schaltet sofort um und die Tracks sind direkt schon in der Übersicht verfügbar. Ich kann hier übrigens per Touch-Display ganz einfach durchscrollen. Da reagiert er tatsächlich auch sehr, sehr schnell. Also eine sehr schnelle Reaktionsfreudigkeit. Das gefällt mir sehr, sehr gut. Gleichzeitig habe ich ja auf dem Controller hier auch noch die Browse-Möglichkeiten, wo ich zum Beispiel, wenn ich in den Folder reingehe, jetzt auch die Lieder per Browse auswählen kann. Genauso kann ich sie aber auch anklicken per Touch-Display. Rechts daneben werden mir direkt schon die Song-Informationen zu dem Track mit angezeigt. Ich habe mir jetzt einen kleinen Demo-Ordner gemacht mit ein paar Demo-Tracks mit drin und ich gehe da jetzt einfach mal rein, wähle einen Track aus und kann hier über die Tasten direkt sagen, lass mich den in Deck 1 reinladen oder lass mich den in Deck 2 reinladen. Also wir wählen jetzt mal Deck Nummer 2. Dann geht er mit rein und er startet direkt schon den Song. Das Krasse ist auch, ich kann nicht auf eine Cue-Taste drücken, weil es ist noch kein Cue-Punkt gesetzt. Das heißt, ich muss erstmal pausieren, müsste jetzt zum Beispiel hier einfach mal mit den Jogwheels nochmal an den Anfang des Songs gehen. Vielleicht war das zum Beispiel hier. Und setze mir jetzt hier manuell einen Cue-Punkt. Und wenn ich jetzt auf Play drücke und dann auf Cue gehe, springt der auch immer wieder zu diesem Cue-Punkt zurück. Genauso haben wir ja die Möglichkeiten, über die Performance Pads auch weitere Cue-Punkte ganz einfach hier zu setzen. Das funktioniert ja dann hier unten über die 8 Pads, die bei dem Omnis Duo auch tatsächlich nur als Memory Cue oder als mehrfache Cue-Punkte zu benutzen sind. Also es ist nicht so wie einem typischen Pioneer DJ Controller, wo hier dann noch FX drauf ist, der Beat Jump mit drauf ist, Sampler mit drauf sind. Das ist tatsächlich hier nicht der Fall, sondern die 8 Pads oder die 16 Pads sind nur für die Cue-Punkte zu nutzen. Das heißt aber, was gesehen ist, ist er hier wieder zurückgesprungen. Immer wenn ich loslasse, springt er tatsächlich immer automatisch zurück. Dafür habe ich übrigens auch noch keine Lösung gefunden, sondern es ist tatsächlich immer so, ich muss das Jogwheel gedrückt halten, um jetzt dahin zu gehen und jetzt hier gleichzeitig hier einen Cue-Punkt zu setzen. Dann springt er zwar immer noch zum Haupt-Cue-Punkt zurück, aber du siehst jetzt hier in dem Display, wenn ich wieder ein bisschen vorstuhl, hat er ein A gesetzt und A ist hier vorne der Cue-Punkt. Und wenn ich drauf drücke, startet er direkt auch von A. Wenn ich Pause drücke, dann kann ich tatsächlich dahin gehen, das Jogwheel loslassen und er bleibt bestehen. Aber das geht nur, wenn du vorher die Pause-Taste gedrückt hast. Gehen wir jetzt hin, können wir uns natürlich noch weitere Cue-Punkte setzen, also ein B-Punkt, zum Beispiel ein C-Punkt. Und dann können wir, wenn wir den Track ablaufen lassen, immer wieder zu den Punkten zurückspringen. Du siehst, da reagiert er langsam. Also wenn ich jetzt auf A drücke, braucht er fast eine halbe Sekunde, bis er überhaupt reagiert und vom Display dann überhaupt dahin springt.
Yes, das sind die Cue-Punkte, die wir setzen können. Und dadurch, dass wir diese Performance-Pads, was es ja auf anderen Controllern ist, nicht mehrfach belegen können, haben wir aber die Möglichkeit, einen Beat-Jump hier oben zum Beispiel mit zu benutzen. Das heißt, wir springen zum Beispiel über den Beat-Jump einfach nach vorne. Und du siehst, er springt nach vorne oder er springt auch hier wieder zurück. Das heißt, die Beat-Jump-Taste liegt hier vorne auf zwei Tasten mit drauf. Genauso ist es auch, verhält sich das auch mit dem Setzen von Loops. Das heißt, hier hast du einen Drehregler, wo du drauf drückst und er setzt standardmäßig immer einen Vierer-Loop. Und über den Drehregler kannst du den jetzt vergrößern. 8, 16, 32, 64, 128. Ja, der geht extrem weit nach oben. Hier unten kriegst du es angezeigt, sogar 256 Beats oder sogar 512 Beats lassen sich in einen Loop mit reinsetzen. Theoretisch wäre das fast der ganze Song. Genauso geht das aber auch in die andere Richtung. Zwei Loops, ein Loop, ein halbes, ein Viertel, ein Achtel, ein Sechzehntel, ein 32. und ein 64. ist damit sogar auch möglich und sogar ein 128. Also das ist das Kleinste, was wir tatsächlich im Loop setzen können. Und dann gehen wir nach oben, wir drücken drauf und der Loop löst sich auf, aber es wird noch angezeigt, wo der erste Loop mal gesetzt worden ist. Das heißt, wenn ich jetzt auf Play drücke, er ist nicht mehr aktiv, läuft er da zum Beispiel mit hinaus. Gehe ich rein, ich aktiviere ihn und ich drücke hier, dann läuft er natürlich in diesem Loop weiter. Ich könnte es, wie gesagt, auch auf den Achterloop setzen. Und du siehst, dass sich das Loop hier auch wiederholt. Das Schöne ist übrigens auch hier an dem Display, du kannst da reingehen und kannst, wenn du zoomst, kriegst du eine Anzeige und kannst jetzt sagen, wie groß möchte ich die Waveform überhaupt haben. Das heißt, ich kann sie auf Maximum stellen. Die ist auch hier wieder in Schritten gemacht, wo du einfach mit drauf touchst. Und dann siehst du, wie die Größe im Endeffekt eingestellt ist. Wir lassen sie jetzt mal zum Beispiel auf 2 mit drauf. Du kannst sogar noch den Grid Adjustment einstellen. Über das X schließt du das Ganze wieder. Yes, jetzt hat das Gerät natürlich aber noch weitere Funktionen, die gerade vor allem sich über das Display steuern lassen. Lass uns zum Beispiel mal ganz links anfangen. Wir haben hier auf dem einzelnen Deck noch ein kleines Mini-Menü, was wir ausklappen können. Und da können wir zum Beispiel einstellen, ob der Jog-Mode auf Vinyl gestellt werden soll, ob Quantize aktiviert ist und ob der Slip-Mode aktiviert ist. Was sogar dann über die Symbole hier vorne mit angezeigt wird. Das Ganze gilt natürlich auch hier. Also wenn ich hier Quantize ausmache, geht auch hier vorne das Symbol mit aus. Wir sehen direkt, was blau beleuchtet ist. Da sehen wir auch direkt, was mit aktiviert ist. Dasselbe gibt es auch auf der rechten Seite und zwar in Form eines FX. Und der FX wird digital über das Display ausgewählt, aber manuell hier unten auf dem Controller gestartet. Das heißt, wir wählen aus, welchen FX wir haben wollen. Wir drücken drauf, es öffnet sich ein kleines Pop-up-Fenster und wir wählen aus. Wollen wir ein Delay, ein Echo, ein Trance, ein Flanger, Spiral, Reverb, Pitch oder Roll? Das sind die, die jetzt standardmäßig zur Verfügung stellen. Ich habe mir jetzt mal das Echo ausgewählt. Unten drunter können wir wählen, auf welchem Kanal dieser Effekt überhaupt ausgegeben werden soll. So kannst du nicht nur den Master Kanal 1 und Kanal 2 wählen, sondern du kannst sogar das Mikrofon als Ausgang wählen, so dass du die Möglichkeit hast, ein Echo auf das Mikrofon mit draufzulegen, falls du zum Beispiel es selber mal benötigst oder wir im Mobile DJing gerne mal einen Sänger haben, der sagt, sag mal, kann ich dein Mikrofon benutzen? Hast du sogar ein kleines Echo für mich? Ja, das haben wir, das können wir hier digital mit einstellen. So, auch hier gibt es ein Quantize, was wir mit einstellen können. Und hier vorne können wir noch wählen auf dem Sound Color FX Schalter. Ein separater Effekt, den wir mit drauflegen, der ist standardmäßig mit dem Filter belegt. Aber auch hier können wir Noise, Sweep, Crush, Space oder ein Dub Echo mit drauflegen. Und dann können wir für den rechten Deck den Regler benutzen, für das linke Deck den Regler benutzen und damit auch den Filtereffekt nutzen. Ansonsten ist es so, wenn wir jetzt einen FX ausgewählt haben, wird er ganz einfach hier über diese Taste aktiviert. Du siehst, dass er oben hier mit blau wird im Display. Und jetzt können wir die Stärke ganz einfach mit einstellen. Ja, wir können hier sogar drüber gehen und können wählen, auf wie viel Beats dieser Effekt wirken soll. Nochmal draufdrücken und das Ganze schaltet sich auch wieder aus. Das ist das FX-Menü, was sich hier auf der Seite befindet. Unten drunter
hast du jetzt noch deine beiden Decks mit dabei. Wie unter anderem, wenn du hier drauf drückst, hast du zum Beispiel nochmal eine Anzeige für die Memory Cues. Drückst du auf die Zeit, kannst du wählen, ob die Zeit fortläuft. Also wenn ich jetzt auf Play drücke, siehst du, wie sie fortläuft. Oder wenn ich nochmal drauf drücke, siehst du, wie die Zeit sich rückwärts nach vorne bewegt. Gleichzeitig ändert sich auch hier die Vorschau des Tracks und du siehst, wenn es fortlaufend ist, wie weit du schon im Track bist oder wenn es rücklaufend ist, wie viel du überhaupt in dem Track noch mit dabei hast. Zusätzlich haben wir auch noch die Sync-Taste mit dabei, die wir hier über ein Touch-Display aktivieren können. Und das ist tatsächlich das erste Mal, dass ich das anders da sehe wie auf einem normalen DJ-Controller, weil in der Regel haben wir eine physische Sync-Taste mit dabei. Hier ist sie tatsächlich digital im Display mit drin und wir müssen sie über das Display per Touch ganz einfach aktivieren. So, hier gibt es noch die Möglichkeit, das Tempo zu ändern oder besser gesagt die Range deines Pitch-Faders zu ändern, ob die jetzt auf plus 6 oder sich in einem 10er-Bereich bewegt oder auf Wide gestellt werden soll. Genauso hast du auch die Möglichkeit, hier ein Master-Tempo zu aktivieren, was unten auch über die rote Anzeige mit MT ganz einfach bestätigt wird. Dasselbe existiert dann übrigens auch auf dem anderen Deck, worüber wir aber erst einen anderen Track reinladen müssen. Das heißt, wir gehen auch wieder in Bros, wählen uns einen Song aus, ich nehme jetzt mal den hier und sagen, lad mir den in Deck 1 rein, er geht rein. Du siehst, er startet auch hier sofort, weil wir noch keinen Cue-Punkt haben. Drücken auf Pause, gehen zurück, setzen uns am Start unseren ersten Cue-Punkt und haben natürlich auch hier jetzt wieder die Möglichkeit, Achtung, ich lasse los, er springt zurück. Wenn wir laufen lassen, wir gehen irgendwo hin und drücken Pause, können wir jetzt auch wieder Memory Cues setzen. Ein A, ein B hier zum Beispiel, wenn wir hier mit reingehen, sodass wir uns individuell unsere Cue-Punkte setzen können. Zusätzlich gibt es noch ein paar andere Funktionen, wie wir hier oben ja, wie gesagt, nicht nur in den Bros mit dabei haben, wenn wir auch hier nochmal zurückgehen, sondern Waveform, Bros-Anzeige oder oben über das Menü haben wir verschiedene Einstellungsmöglichkeiten, sondern du hast hier oben auch eine Rec-Taste mit dabei, also eine Aufnahmetaste. Drückst du da drauf, öffnet sich auch ein kleines Pop-up-Menü, wo du direkt, wenn du einen Mix startest, den aufnehmen kannst. Und du hast sogar eine Track-Marks-Taste, wo du dir zum Beispiel in diesem Mix einfache Marker setzen kannst, an die du später natürlich auch wieder jederzeit zurückspringen kannst. Daneben ist oben noch das Master-Volumen-Anzeige. Und dann kommen wir eigentlich schon zu einem der schönsten oder der wichtigsten Punkte mit dabei. Und zwar haben wir hier oben wie auf so einem Smartphone eine Bluetooth, eine Wi-Fi und eine Akkuanzeige. Ja, tatsächlich sieht sie eher so aus wie auf einem Smartphone. Und wenn du hier drauf drückst, öffnet sich das komplette Input-Menü, sodass du zum Beispiel sagen kannst, wir machen einen Bluetooth-Input, wir machen einen Bluetooth-Output oder wir benutzen zum Beispiel das Wi-Fi-System. Unten drunter übrigens noch sehr, sehr cool, hast du die Möglichkeit, den ganzen Controller, das ganze Display in einen Dark Mode zu versetzen, so dass es dunkler wird, wie auf dem Handy, was ein bisschen augenschonender ist. Oder du gehst wieder zurück in den Light Mode und hast auch hier die Möglichkeit, das Display heller oder dunkler zu stellen, je nachdem, was für dich am einfachsten ist. Rechts daneben ist die Batterieanzeige, die immer genau anzeigt, wie der aktuelle Stand ist. Und du kannst unten sogar das Gerät in einen Eco-Mode schalten, was dann noch ein wenig stromsparender ist. Was das Geile an diesem Gerät ist, ist ja nicht nur der eingebaute Akku, sondern vor allem auch die Bluetooth-Funktion, die ich jetzt gerne mal ausprobieren möchte oder dir gerne einmal zeigen möchte. Lass uns mal die Bluetooth-Funktion angucken. Also über das Menü kommen wir rein, haben ein Bluetooth-Input, ein Bluetooth-Output und die Wi-Fi-Funktion. Bei Bluetooth-Input brauchen wir es nur anstellen, wählen dann hier drauf die Quelle aus. Also wir können auch auf Pairing drücken und dann ja, verbindet er sich dementsprechend mit einem Bluetooth-Gerät. Ich habe das jetzt hier schon mal gemacht mit meinem Telefon und wir starten jetzt zum Beispiel ganz einfach mal Spotify. So, und ich spiele hier mal was ab. Dann ist das gerade noch über das Handy zu hören. Das heißt, wir müssen, wenn ich hier auf Pairing gehe, ihn wahrscheinlich einmal neu koppeln. Jetzt ist hier der
So, Verbindungsanforderung. Einmal auf OK drücken, hier auch auf Koppeln drücken und dann ist er miteinander verbunden. So, und jetzt sehen wir in der Audioquelle, dass wir zwei Möglichkeiten haben. Entweder den USB-Stick, den ich hier drin habe, oder ich kann auch auf das iPhone zurückgreifen. Und ich kann vor allem sagen, sende mir das Signal, was ich ja jetzt hier durch das Handy dementsprechend mit reinnehmen. Also wir machen uns jetzt mal hier so eine schöne Playlist dran. Nehmen wir hier mal so eine Black Music Playliste und ich drücke einfach mal auf Play, spiele hier was mit ab, kann ich selber wählen, ob ich das auf dem Mixer auf Channel 1 oder Channel 2 legen möchte oder ob ich es vielleicht sogar an ein Deck senden möchte und jetzt zum Beispiel sagen möchte, ich lade es jetzt hier links mit rein in das linke Deck. So, dann sehe ich natürlich oben, du siehst, er fängt jetzt ganz langsam an, den Track, den ich jetzt hier drin habe, zu laden. Allerdings läuft der Song hier ja schon. Das hat er jetzt tatsächlich noch nicht erkannt. Und ich bin jetzt auch mal gespannt, ob ich jetzt, wenn ich jetzt zum Beispiel hier was mit zurückspule, nee, dann macht er tatsächlich hier gar nichts. Also, er soll ihn angeblich hier reingeladen haben. Hier steht auch mit 9 Minuten 32, was tatsächlich auch nicht der Wahrheit entspricht, denn er geht nur 2 Minuten 32. Ich gehe vielleicht hier einfach nochmal mit dem Handy kurz mal, ganz kurz mal an den Anfang. Drücke nochmal auf Play. Okay, hier macht er nichts. Und wenn ich hier Play drücke, dann kann es gut sein, dass er den Track jetzt hier reingeladen hat, weil ich kann ihn hier abspielen, auch wenn die Zeit falsch angezeigt wird, und kann ihn jetzt tatsächlich hier drüber bewegen. Und das ist eine Quelle, wo ich mir einen Song jetzt per Bluetooth von Spotify direkt hier aufs Deck mit drauflegen könnte. Es ging natürlich auch die Möglichkeit zu sagen, ich gehe hier, wenn ich hier mit reingehe, und bei dem Track mit drin bin, jetzt muss ich gerade mal gucken, wo ich in die Quelle mit reingehe. Waveform, Pros, Source, USB-Stick auf dem iPhone. Dass ich jetzt auch zum Beispiel sage, ich möchte ihn nur auf den Mixer senden. Okay, jetzt macht das gar nicht mit raus. Wahrscheinlich erst, wenn ich eine Pause drücke oder wenn ich Eject mache. Dass ich das zum Beispiel auf den Mixer sende und jetzt zum Beispiel sage, ich spiele das direkt hier vom Telefon ab und habe dann die Quelle nur auf dem Mixer hier vorne mit drauf. Das heißt, ich kann dann nur den Mixer, also ich lade mir das jetzt mal hier auf Deck Nummer 1, dann siehst du, wer hier schon mit rausgeht. Das heißt, die Decks wird er gar nicht mit draufgeladen, sondern nur auf die Mixer-Einheit in der Mitte. Also tatsächlich kann ich per Bluetooth von jeglicher Quelle, ich kann das jetzt zum Beispiel auch von YouTube machen, mir einfach einen Track ganz einfach mit reinladen und mir dann auf den Deck 1 oder Deck 2 nehmen und das wirklich als richtige Audioquelle verwenden, so wie als hätte ich die Tracks auf meinem USB-Stick hier mit drauf. Tatsächlich gibt es aber noch mehr Möglichkeiten, denn es gibt ja nicht nur einen Bluetooth-Input, sondern es gibt auch einen Bluetooth-Output, um das Signal, was hier drauf läuft, an den Lautsprecher zum Beispiel zu senden. Tatsächlich ist es hier so, wenn ich jetzt Bluetooth-Output aktivieren will, funktioniert das nicht. Denn aktuell ist es so, dass man im Bluetooth entweder nur den Input verwenden kann oder nur den Output verwenden kann. Das heißt, ich muss den Input deaktivieren, damit ich überhaupt den Bluetooth-Output aktivieren kann. Du siehst oben, der wird dann so leicht heller. Ich kann ihn dann im Input gar nicht mehr verwenden. So, jetzt lege ich den zum Beispiel an den Output und ich besitze tatsächlich, habe ich vorhin gemerkt, gar keinen Bluetooth-Lautsprecher. Wir haben hier zu Hause bei uns keinen Bluetooth-Lautsprecher, weil wir in jedem Zimmer WLAN-Lautsprecher drin haben. Also unsere Verbindung funktioniert über WLAN. Aber tatsächlich, damit ich es trotzdem testen kann, und ihr habt ihn vorhin schon gesehen, er stand hier schon mit drauf, ich habe so einen Gartenlautsprecher, der ist für den Garten, der ist Bluetooth, drücke ich drauf, mache ihn einfach mit an, gehe jetzt hier nochmal mit rein, genau, der ist hier neu koppelt. Stone Speaker. So, connected. Jetzt warten wir kurz auf die Bestätigung. Jetzt hat er gemacht. So, Stone Speaker, connected device. Und das heißt, wenn wir jetzt wieder mit reingehen und ich hier hochdrehe, ja, dann kommt tatsächlich auch Musik. Also man hört es jetzt vielleicht nur leise, aber hier kommt tatsächlich Musik mit raus. Okay, was mir auffällt, das Signal ist sehr leise. Also wenn ich zum Beispiel für den Stone Speaker von meinem Handy ein Signal einspiele, ist es bedeutend lauter, wobei ich vom Master natürlich noch Power habe. Ja, aber so richtig, richtig laut wird es nicht. Aber das ist natürlich dann noch später wieder lautsprecherabhängig. Also zumindest funktioniert das Ganze.
Wir können die Geräte per Bluetooth-Input Tracks mit reinladen von jeglicher Audioquelle, also Spotify, YouTube oder wenn du Songs auf dem Handy hast. Und wir können auch ein Output-Bluetooth nutzen und zum Beispiel das Signal ganz einfach zu einem Bluetooth-Lautsprecher senden und von dort dann ganz einfach das Signal mit einspielen. Yes, liebe Freunde, das ist er, der Alpha Theta Omnis Duo. Ich hoffe, ich konnte euch so einen kleinen Schnellstart, so einen kleinen Einblick geben, auch in die Funktionen innerhalb des Displays, was tatsächlich das Herzstück des Controllers ist, weil ihr habt es ja selber gesehen, das meiste lässt sich über das Display tatsächlich steuern. Die haptischen Sachen wie die Jogwheels, die Cue-Punkte und natürlich die Kanäle, die sind ganz normal physisch mit dabei, aber das meiste funktioniert tatsächlich digital. Was cool ist, ist natürlich Bluetooth-Eingang, Bluetooth-Ausgang, vor allem der Bluetooth-Eingang, dadurch, dass du dir fast jegliche Audioquelle nicht nur auf den Mixer, sondern auch auf die Decks laden kannst und damit mixen kannst, so bist du wirklich vielfältig, auch wenn mal jemand kommt und sagt, pass mal auf, ich habe einen Song auf meinem Handy, kannst du den mal mit reinfeuern oder ich habe den hier auf YouTube, kannst du den mal mit reinfeuern, das ist tatsächlich technisch möglich. Das Ganze in einen kompakten Controller mit reingebaut, komplett inklusive Akku, verschiedener Eingangsmöglichkeiten, nicht nur Bluetooth und USB-Stick, sondern du hast sogar noch einen SD-Karten-Slot mit dabei und könntest, wenn ich mich nicht täusche, sogar noch eine Software, also ein Laptop mit einer Software mit anschließen. Yes, das ist der brandneue Alpha Theta Omnis Duo DJ Controller, der übrigens aktuell zu einem ziemlich günstigen Straßenpreis zu haben ist. Den verlinke ich euch mal unter dieses Video mit runter, wo ihr übrigens auch noch meine First Look, meine First Review zum Controller als Video findet, weil er hat tatsächlich noch viel, viel mehr Funktionen zu bieten, die wir uns jetzt gar nicht so sehr im Detail angeguckt haben. Ansonsten interessiert mich natürlich, was hältst du von dem Gerät? Wäre es der richtige Controller für dich, für deine Arbeit als DJ? Oder sagst du, paar coole Funktionen mit dabei, aber ich würde mir noch das und das wünschen? Schreib es uns doch ganz einfach in die Kommentare mit rein und lass uns da noch weiter über dieses Video hinausgehend untereinander austauschen. Ansonsten sage ich vielen Dank fürs Einschalten. Wenn du Bock auf mehr DJ-Videos hast, Tutorials, Anleitung und Strategien, dann lass gerne ein Kanalabo da, denn jede Woche erwartet dich hier ein brandneues Video. Ansonsten bleib gesund, Freunde, und wir sehen uns in der Zukunft.